Ruhrpott Märchenwald. Heute Todesangst auf Elfonasia. Wir müssen Elfonasia retten! Gott sei Dank. Ach, das war wieder nur dieser Traum. Ach, dass ich auch immer bei der Arbeit einschlafen muss. Was ist das denn hier wieder für ein Chaos in der Werkstatt? Arbeitet hier eigentlich keiner außer mir? Ah, Geppetto, da bist du ja endlich. Sag mal, bist du wieder bei der Arbeit eingeschlafen? Ja. Meine Fresse, da bist du mal 5 Minuten nicht da. Und nichts passiert. Alle pennen ein oder sitzen hier faul rum. Ja, ich meinte euch, Pinocchios. Ihr sitzt da auf eurem Hintern faul rum und macht nix. Was soll das eigentlich werden da mit euch? Ihr könnt ja ruhig auch mal mithelfen, ihr faulen Pinocchio-Säcke. Ruhe jetzt mal schön deine Fresse, blaue Elfe. Ha, erst einpennen und dann meinen, man könnte hier mitmeckern. Ja, tut mir ja auch leid, Mann. Ja, dann heißt so lange nicht, dass ihr nicht antworten müsst. Ja, Pinocchios, was ist los? Wir beschäftigen uns gerade mit einer Abhandlung zum transzendentalen Raum. Ja, so was Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Ja, und was soll das jetzt bedeuten? Wir gehen den philosophischen Fragen nach. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und welche Rolle spielt die heuristische Fiktion bei der Kritik der praktischen Vernunft? Ja, das kann ich euch sagen. Ich habe den Kant nämlich zufällig auch gelesen. Ja, und ich bin hier der Gott dieser Werkstatt und keine heuristische Fiktion. Ich bin echt. So, und ihr habt die moralische Verpflichtung, jetzt auf der Stelle das zu tun, was ich euch sage. Und das bedeutet, bewegt jetzt euren Hintern und räumt die Werkstatt auf. Das können wir unserem zarten Geist nicht zumuten. Kommt, wir gehen auf unsere Zimmer. Weg sind sie. Und du? Hast du wenigstens schön geträumt? Nee, ich hatte doch schon wieder diesen Albtraum. Ach so, den mit dem Lebkuchenmann und dem Honigtsunami. Ja, das war doch kein Albtraum. Also, ich hätte schon Angst gekriegt, wenn mir diese riesengroße Lebkuchenmann mit dem Honig... Nee, ich meine doch diesen Albtraum, den ich immer hab, von meinem Heimatplaneten, Elfonasia. Du hast mir ja nie erzählt, was da eigentlich genau passiert ist. Das geht dich ja auch überhaupt nichts an. Mach du dir mal lieber Gedanken über deine Pinocchio-Armee, die du da selber geschnitzt hast. Also ich weiß nicht, was aus dieser jungen Generation noch werden soll. Die sind faul, unzuverlässig, unpünktlich, nicht mehr hilfsbereit. Also ganz ehrlich, an der Generation wird ja mal die Welt zugrunde gehen, wenn die groß sind. Ach, jetzt verstehe ich das. Deswegen nennen die sich letzte Generation. Was ist denn das Ding jetzt wieder aufgeschnappt? Ja, das stand doch auf dem Schild, ne, von dem Kerl, der sich da auf die Straße geklebt hat. Deswegen bin ich auch zu spät gekommen. Ich muss ihn da erstmal losreißen, ne? Da die weiterkam. Hat sich festgeklebt! Ja, nu, das machen die jungen Leute eben heute so. Ne? Aus Protest. Wir haben ja damals noch ganz andere Sachen gemacht. Wir haben uns ja zum Beispiel nackig. Was denn geht's los? Was ist das denn? Hallo, blaue Elfe? Das gibt es doch nicht. Hallo? Die ist total hart und erstarrt und komplett grün. Was ist das denn jetzt? Ich glaube, ich ruf mal diese Freundin von der an, diese Seuchbiel, genau. Ja. Mach ich das Telefon. Anna. Ja, hallo, Seuchtwiehell, du musst dich mal ganz schnell hier hinbeamen. Irgendwas ist mit der blauen Elfe los. Die ist ganz grün und erstarrt. Oh je, dann komm ich mal sofort. So, da bin ich. Wo ist sie denn? Ja, guck mal da sitzt sie oder hängt ab oder was auch immer. Oh, was hast du denn mit ihr gemacht? Das ist die Elfentodesangst-Schockstarre. Du musst irgendwas ganz Schreckliches
erzählt haben. Ich habe dir bloß erzählt, dass auf dem Weg hierhin sich irgendein Umweltaktivist auf der Straße festgeklebt hat. Mehr nicht. Was? Festgeklebt? Der hat sich festgeklebt? Astrein, jetzt ist die auch noch grün angelaufen und erstarrt. Ja, wer hilft mir? Geht's hier weiter? Trri, trara, ich bin's, Trinkebell. Oh, mein Gott. Geppetto, was hast du denn mit den beiden da gemacht? Das grüne Gesicht, das harmoniert ja nun mal gar nicht mit dem Outfit. Igitt. Das ist die Elfen-Todesangst-Schockstarre. Das müsstest du doch eigentlich wissen als Elfe. Ach so, sieht also die Elfen-Todesangst-Schockstarre aus? Das wusste ich nicht. Ich hatte so was Widerliches ja noch nicht. Ich bin dagegen immun. Ach, tatsächlich? Oh, dann können wir doch mal gleich ausprobieren, ob das wirklich stimmt, ne? Ich habe den beiden nämlich gerade erzählt, ne, dass ich hier auf dem Weg hierhin jemanden getroffen habe, der sich also als Umweltaktivist an der Straße festgeklebt hat. Na, was sagst du dazu? Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe einen Friseurtermin vergessen. Ich muss den mal. Ciao! Moment, du bleibst schön hier. So. Gib mir sofort meinen Zauberstab zurück. Erst wenn du mir erzählst, was hier los ist. Du weißt doch was. Sonst würdest du dich doch jetzt nicht so stickum verkrümeln wollen. Es besteht die eventuelle Möglichkeit, dass das vielleicht was damit zu tun haben könnte. Mach hin, ne? Naja, mit dem Armageddon auf Elfonasia damals. Ach nee, ihr hattet einen Weltuntergang. Ja, das hat mir ja gar keiner erzählt. Ja, wie konnte das denn? Ich kann mich nur noch dran erinnern, dass ich ein Caipirinha getrunken habe. Naja, und dann war der Planet futsch. Naja, wegen dem Caipirinha wird der Planet wohl nicht in der Luft geflogen sein. Aber irgendwas muss doch passiert sein da, dass die so eine Angstschockstarre hier bekommen. Und das muss irgendwas mit Klimaklebern zu tun haben. Fällt dir da irgendwas zu ein? Klingelt das vielleicht? Na gut, ich erzähl's dir halt. Also es war halt auf Elfonasia damals nur so, dass wir ja selber noch zaubern durften für uns alleine. Heute müssen wir hier immer einen Zauberpaten haben, für den wir zaubern. Aber wir durften damals zaubern ohne Ende. Bis? Naja, bis es zu Magieschwankungen kam. Mal funktionierte das Zaubern besser, einmal schlechter. Und dann hat dann eben so ein Wissenschaftsgremium rausgefunden, woran das wohl liegt. Woran lag es denn? Naja, das Gremium behauptete, sie hätten festgestellt, dass sich im Kern des Planeten Elfonasia Diamanten befinden. Und die seien die Urquelle der Magie der Elfen. Naja, und die Magieschwankungen seien darauf zurückzuführen, dass die Elfen eben zu viele Wünsche hätten, die sie sich erfüllen. Denn jedes Mal, wenn sie sich was erfüllen, dann löst sich ein Diamant im Kern auf. Leider setzte dabei Methangas frei. Und so entsteht ein unglaublicher Druck im Kern von Elfonasia. Naja, und wenn die Elfen jetzt weiter so viel wünschen, dann besteht die Gefahr, dass der Planet einfach in die Luft fliegt. Naja, und andererseits sind mittlerweile nur noch so wenig Diamanten da, die kommen gar nicht so schnell nachwachsen, wie die Elfen sich was wünschen. Also sollte man vielleicht ein bisschen weniger langsamer wünschen, das ein bisschen einschränken, dann könnte wieder nachwachsen, das Methangas langsam entweichen durch die Planetenoberfläche und dann ist alles wieder gut. Ja, und da hat sich dann keiner dran gehalten und der Planet ist in die Luft geflogen. Nö, wir haben uns alle fleißig dran gehalten. Wir haben ja an unsere Wissenschaftler geglaubt. Also haben wir weniger gezaubert. Naja, bis dann... Bis was? Naja, bis dann eben eine andere Gruppe Wissenschaftler das Gegenteil behauptet hat. Die leugneten zwar nicht, dass es Diamanten sind, die die Ursache der Quelle der Magie sind. Sie meinten aber, die würden im Kern unendlich nachwachsen und es mit dem Methangas wäre ein Stuss. Und diese Magieschwankungen, die würden ganz normalen Zyklen unterliegen, die in der Natur ganz normal vorkommen. Da brauchen wir uns überhaupt gar keine Sorgen drum zu machen. Also mit anderen Worten, wenn die nicht auf die zweiten Wissenschaftler gehört hätten, dann hätten wir jetzt in dieser Geschichte hier ein Happy End. So ist es. Und dann wäre es hier zu Ende. So brauchen wir nochmal eine Fortsetzung.